Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag, dem vierten Teil der Assassin's Creed Reihe. Nicht wirklich dem vierten, aber naja, you know what I mean. Und wie versprochen werden wir jetzt auch die Hauptmission weitermachen. Um genau zu sein, einfach die nächste Mission. Mal schauen, ich werde eine Mission spielen. Mehr wahrscheinlich nicht, wie immer eigentlich. Ist ja immer so, dass ich eine Mission spiele. Und ich vermute, jetzt kommt gleich wieder ein Video, also bis gleich. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward! Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie. Da oben war ein Assassine, habt ihr das gesehen, Leute? Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Da war noch einer. Ah, nein. Das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Horace. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Hier sind die doch irgendwo. Assassinen! Ja, ich wusste. Da oben! Sind auf den Dächern! So. Der ist tot. Tja. Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können niederhalten! Ich hoffe, wenn ihr auf dem Boden seid, dann nicht macht, gell? Lass uns gegen andere Männer rennen. Not short. Schützt den Weisen! Ganz schön anstrengend. Jetzt rennt er nicht von mir weg, Mann. What? What? Tja, bitte. Und das töten dürfen wir höchstwahrscheinlich nicht. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir.
Warum hat er das gerade nicht benutzt? Fand ich jetzt, oh mein Gott, soll ich das nicht mehr in die Version wiederholen? Das fand ich jetzt nicht so toll. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Ja klar, wie kann der auch so schnell sein? Halt, oder ich schieß dir ins Knie! Can get him. Was? Müssen wir ihn töten? Leute, ich habe ihn getötet. Scheinbar nicht so das Beste. Jetzt mal den Weißen von oben anspringen. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Das war echt gerade nicht so. Toll, das war jetzt ein bisschen schwul von dem. Den Weißen von oben anspringen kann. Beim Laufen E drücken. Wir haben E vergessen, Leute. Und denkt ihr auch an sowas? Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Wir müssen mal mehr denken. Hoffe ich sogar, ich wollte nur hier so ein bisschen veräppeln. Und so. Wollte ich. Halt! Oder ich schieß dir ins Knie! Nein! Komm schon. Ich will dich von oben anspringen. Okay, hab's jetzt oben. Geht wohl doch nicht. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Diese Mission haben wir scheinbar geschafft. War jetzt auch nicht so das Schwerste, ja. Wir haben es zwar immer verkackt, aber wir haben es geschafft. Und das war's auch schon für diese Folge. War leider wieder mal ein bisschen kurz, wieder mal war jetzt nun etwas kurz, aber es liegt daran, dass es schon ein bisschen spät ist und ich noch ins Schlafen gehen muss und noch so ein bisschen Schule und so, you know. Und deswegen wünsche ich euch mal einen schönen Tag und habt Spaß bei was immer ihr tut und